Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Torchlight 2. Hallöchen, ich glaube, wir stehen kurz vor dem dritten Kapitel. Ja, lass mit dem imperialen Transportmeister mal reden. So, dann reden wir. Ich drücke immer auf die Rechtstaste. So, ist es ein Mann? Da musst du ihn Jo, ich. sprechen. Genau, ich lese mal vor. So, Wartungsarbeiten abgeschlossen. Treibstoff und Vorräte aufgefüllt. Ich kann euch im Handumdrehen nach Grunheim bringen. Okay. Ich will reisen. Es gibt jetzt Jo. bestimmt eine Szene, deswegen sind wir am besten mal still. Yep. Oh, als nächstes ein Waldgebiet. Ach, das gefällt mir. Ich habe auch mir so richtig schön, hatte ich mir jetzt als nächstes ein schönes Waldgebiet gewünscht. Weil wir hatten Schnee, wir hatten eine Wüste, es wird langsam mal Zeit für Leben. Ja, genau. Akt 3, dem Alchemisten auf dem Fersen. Mit auch den sind wir schon die ganze Zeit auf dem Fersen. So, hier vorne gibt es Quests, aber ich gucke mich erstmal am liebsten hier einmal im Lager um, was es hier so schönes alles zu holen gibt und so. Ritzel und Kolben, also das ist gut. Wo wäre Ritzel und Kolm? Da sind die beiden Ach, die beiden. Waschbären da unten. Und Nocke steht auch noch dort. Eine Zielpuppe gibt es hier natürlich auch. Damit man mal seine Rota testen kann. Auch wenn ich eigentlich nur drauf kloppe. Wir spielen ja nicht auf Hardcore hier. Nicht ganz, nee. Auch wenn es sich manchmal schon so anfühlt. Also ich will nicht wissen, wie schwer dieses Spiel auf Hardcore ist. Wegpunkt aktiviert, das ist schon mal gut. Ja, damit kommen wir wieder zurück. Was ist das denn für ein Golem? Hier ist unsere Hauptquest. Jum, dann können wir eher von dem anderen beiden erstmal die kleine Nebenquest holen, oder nicht? Jawohl. Also reden wir mit Ritzel. So, Ritzel. Okay, jetzt stellt sich die Frage, ist es ein Er oder eine Sie? Ich würde sagen, es ist ein Er. Okay. Oh, bitte, vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Unser Dorfweiler schickt uns, um ein Heilmittel zu finden. Meine Verwandten haben alle die Schockschwärze, eine Krankheit, die nur unser Volk befällt. Das einzig bekannte Heilmittel wird aus dem Fleisch des blauen Boletus hergestellt, einem Pilzwesen, das nur in den Pilzhöhlen hier in der Nähe gedeiht. Aber diese Wesen sind viel riesiger, als ich dachte. Vielleicht könntet ihr ja etwas Fleisch des blauen Boletus für uns besorgen. Wir wären euch ewig dankbar. Die sehen eigentlich ziemlich gesund aus. Ja, die sind ja noch gesund, aber die Artgenossen von denen sind ja krank. So, das ist das Lager. Dann müssen wir schon mal neben den Waschbären ist das Lager. Jum. Wollen wir mit dem Professor jetzt reden oder schon direkt losgehen? Ich würde sagen, reden wir erstmal mit dem Professor. Wer weiß, ob sie ihm seine Hauptquest nicht irgendwo hinführt, wo wir dann weitermachen können. So, Okay. Professor Stoker. Wärt ihr bloß früher gekommen? Der Alchemist war etwa vor einer Stunde hier. Er hat das Lager verwüstet, ist dann durch die große Tür dort gegangen und hat sie hinter sich versiegelt. Wir glauben, die Tür führt zum Uhrwerkkern. Wir haben sie nicht aufbekommen, wissen aber theoretisch, wie es geht. Seht ihr diesen zwergischen Automaten? Er dient dazu, die Tür zu öffnen, aber ihm fehlt die Energiequelle. Auf dem Schrottplatz findet sich gewiss eine, aber für uns ist es dort zu gefährlich. Vielleicht habt ihr mehr. Jo. Ich finde das ja immer interessant, wenn die so ein bisschen freier sprechen als das, was dort steht. Ja. Stellt man sich nur die Frage, welche Abteilung hat da Mist gebaut? Haben Also die ich Übersetzer weiß Arbeit nicht. schon gemacht, Ich habe oder? ja das, ich hab ja das Gefühl, dass die Sprecher einen Text in die Hand bekommen und denen gesagt wird, die können ruhig ein bisschen frei sprechen. Ach so, ja gut, das könnte auch sein. Das fällt mir nämlich vor allem bei deutschen Texten auf, weil zum Beispiel gerade auch bei dem Spiel Skylanders, das mein Mann und ich spielen, das ist ja auch komplett auf Deutsch vertont. Und da reden die Sprecher auch oft ziemlich frei. Es ist genau derselbe Sinn, aber es ist nicht das, was in dem Untertitel steht. Aha. Sagen, das sind aber sehr gute deutsche Sprecher aus diesem Spiel. Oh Viele mein Leute Gott, ich wurde mögen gerade ja. geslowt. Und das Ja, sehe ich ich hier. auch. Ist das widerlich? Viele deutsche Sprecher haben, hat man jetzt das Gefühl, dass sie sich überhaupt keine Mühe geben, voll uninspiriert reden.
Aber bei den Spielern, auch hier bei Totschei, finde ich, geben sie sich richtig Mühe und ist richtig cool. Metroid oder was? Bin ich jetzt wieder in Metroid? Naja, die Torchlight 2 wurde ja von Dedelic, glaube ich, auf Deutsch synchronisiert. Und dass die ziemlich gute Synchronisation haben, das merkt man ja in den meisten Spielen von denen. Oh ja, ich habe zum Beispiel Edna bricht aus und Deponia gespielt. Ja, Edna bricht aus. Du bist tot! Ich weiß, ich bin tot. Was hat dich denn getroffen? Ach, der Boss. Scheiße, ich werde von ganz vielen Monstern gerade angegriffen und ich komme hier nicht weg. So, endlich. Ich will mal ein bisschen nach draußen zoomen. Ich sehe ja kaum was. So. Ich hol mir mal ein bisschen Unterstützung. Kommt her, meine untoten Bogenschützen. So, bist du schon wieder da? Ja, so gut wie. Ich glaube, ich habe die meisten Monster abgehangen. Also, Dedelic hat wirklich fantastische Sprecher für seine Spiele gewählt. Sowieso finde ich, Videospiele sind oft ziemlich gut vertont. Ganz im Gegensatz zu manchen Serien im Fernsehen. Ja, das sowieso. Was ich auch recht beeindruckend finde, ist zum Beispiel die Synchronisation von den Batman-Spielen. Also Batman Arkham Asylum und Co. Ach du Scheiße, ich bin schon wieder tot. Ich hab's gemerkt, ich glaube, du solltest nicht so nah an diese Filzmonster ran. Ich glaube auch, die Filzmonster sind so ein bisschen schuld dran, dass ich so schnell sterbe. Ich kämpfe gegen es. Ah, es ist tot. Ah, die Linder lassen ja auch eine giftige Pfütze. Ah, okay, und wenn dann vielleicht mehrere gleichzeitig sterben und ich in mehreren Pfützen gleichzeitig dann stehe, gehen natürlich meine Lebenspunkte unglaublich schnell weg. Genau. Halt, Moment, Charakter. Ich will nämlich noch mehr Fokus. Ja, da kommen langsam die Pilzsporen an. Wollen wir in die. Ups. In den Dungeon? Ja, in den Dungeon. Ja, können wir gern machen. Gut, dann gehen wir nochmal wieder hoch und ab in den Dungeon. Damit wir die komischen. Was sind das für Waschbären? Also, ich will es sehen aus wie Waschbären, damit sie geheilt werden können. Ja, würde ich auch so meinen, dass das Waschbären sind. Also Waschbären, die Ingenieure sind. Mit Schutzgläsern und so. Boah. Ach du Scheiße! Da hat man ja kaum noch Zeit, über Themen zu reden. Solange musst du dich richtig konzentrieren beim Spielen. Oh ja. Vorbei die schöne Zeit des entspannten vor sich hin Zockens. Und Quasselns. Hardcore-Zocken ist angekommen. Im Moment habe ich eh nicht wirklich ein Thema, außer halt Synchronisation ist mir gerade spontan eingefallen. Aber ich kann ja mal die Leute auffordern, die Kommentare zu schreiben, ob sie lieber englische oder deutsche Synchronisation in Videospielen haben. Weil manche Leute bevorzugen ja die englische. Ich sagen muss, dass mir beides recht ist, da ich Englisch ja gut verstehen kann. Ja, es kommt aufs Spiel drauf an. Also ja. Wenn es ein Spiel ist, was halt nicht in Deutschland produziert ist, dann nehme ich eindeutig lieber die englische Synchronisation zu. Also zumindest wenn das Englisch sich jetzt nicht komplett auf die komplette Geschichte hin bezieht, sondern da wäre ich dann zu faul, sondern halt nur eine Synchronisation von wahrscheinlich einzelnen Spieltexten ist. Also ich hätte kein Problem, das Spiel komplett auf Englisch zu spielen, habe ich auch schon gemacht. Zum Beispiel Portal, das ist etwas, was ich mir auf Deutsch nicht antun kann. Die englische Stimme von GLaDOS ist einfach sowas von episch. Wieder Labach, das ist dieses. Ah, das ist wie bei Gish aus Binding of Isaac. Das Schwarze macht dich langsam. Den habe ich bei dir lange in den letzten Folgen auch lange nicht mehr gesehen. Ja, der kommt kaum noch. Genauso wie den Steven. Ja, den Steven habe ich ewig nicht mehr gesehen. Wo bleibt denn der? Dabei habe ich den mit Steven so gern. Und das heißt ja immer, Steven lebt. Ja, das übrigens diese ganzen Alternativbosse, das sind Anspielungen an frühere Spiele des Binding of Isaac Entwicklers. Die kann man irgendwo alle als Flash-Versionen finden. Stimmt auf Newsground. Das ist ja ein riesen Flash-Archiv. Ich muss mal kurz gucken, was ich auflevel. Hast du gelevelt? Jau. Mal gucken, wie viel habe ich denn gerade in meinen Taschen. Ich drücke immer die falsche Taste. Eine Buntaube. Ein Tomahawk. Okay, kann weitergehen. So. Gut. Also die Typen erinnern mich gerade ein bisschen an die Baumdruiden, muss ich sagen. Die sehen so ähnlich aus. Auch nur so ähnlich. Ja, weil das sind ja eher Pilze.
Scheiße, ich bin in irgendeinen Bodeneffekt gelaufen. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen in dieser Aufnahme schon ach du Scheiße gesagt habe. Wer Lust hat, kann ja mal zählen. Ach du Scheiße. Ja, ich sag das gern. Sowieso ist meine Sprache etwas blumig. Das würden manche Leute von einem Mädchen wohl nicht erwarten. Aber ich kann mich entschuldigen. Mein Vater hat zu Hause immer ordentlich geflucht und das habe ich mir einfach angewohnt. Ah, ne, ich glaube, sehr, sehr viele Stereotype für Mädchen treffen heute insgesamt nicht mehr so zu. Wenn ich weiblichen Let's Playern zuhöre, merke ich auch, dass die ordentlich fluchen. Und ich finde, das ist ja auch nichts Verwerfliches dran. Nicht unbedingt, nur. Man muss ja nicht absichtlich die heftigsten Schimpfwörter einfach nur zur Belustigung sagen. Ich habe ja gehört, es gibt manche Let's Player, die machen das absichtlich, weil sie vielleicht cool wirken wollen oder irgendeinen Let's Player nachmachen, der das absichtlich macht und berühmt ist. Verdammte Kacke! Ja, das. Da könnte man ja glauben, dass sie am Tourette-Syndrom leiden, echt. Die alten Hurensöhne. Ich fluche eigentlich nur, wenn ich mich auch irgendwas aufregen kann und mein Ach du Scheiße ist eher so ein Ausdruck von, wow, ist das heftig. Das sage ich bei allen, wenn ich mega viel Schaden reinbekomme. Das war natürlich immer interessant bei Waits. Der ist mal ja im Teamspeak und wenn man dann den Tank hält oder irgendjemand saumäßig Schaden reinbekommt, gibt es natürlich ein Ach du Scheiße, hast du Schaden bekommen? Oder was ist denn mit dir passiert? Damit ich das verhindern kann sozusagen. Da steckt dann immer so schön deine Stimme. Oder wenn dann alle Heiler gleichzeitig loslegen und Scheiße, was ein Schaden im TS reden. Okay, das kenne ich jetzt weniger von mir. Was mich daran nur erinnert, ist, dass es halt öfter mal passiert, dass, ich sag mal, ein ganzer Haufen Heiler auf einmal das gleiche Ziel heilen und es dann overheilen und irgendwelche anderen nächsten Ziele dann dabei umkippen dadurch. Ja, der Overheal ist auch immer so ein Problem bei Heilen in Online-Rollenspielen. Das ist ganz einfach erklärt, was ein Overheal ist. Ein Ziel ist vollständig geheilt, bekommt aber noch mehr Heilungen reingedrückt und das ist dann ein Overheal. Ja, mehr Heilung als notwendig. Ja. In World of Warcraft gab es ein Tool, da konnte man sich das tatsächlich ausrechnen lassen. Da habe ich mir immer gerne die Overheals angeguckt und ganz oben beim Overheal waren natürlich immer die Druiden. Weil die haben einfach so viele Heal-Over-Time-Effekte gehabt, dass die ständig Overheal erzeugt haben. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo müssen wir hin? Wo ist denn unser Questing? Die Frage stelle ich mich auch gerade, wo es weitergeht und ja. Überhaupt. Halt, da geht's noch. Ich sehe es schon. Ja, da sahen wir noch nicht. Wir müssen bestimmt irgendeinen Boss erledigen für dieses Fleisch. Das vermute ich auch mal. Irgendwas greift uns an. Die Todeskappe. Oh Mann, das klingt ja wie so ein Gegner aus Secret of Mana. Sowieso haben manche Gegner epische Namen. Zum Beispiel Diablo 2 kenne ich nicht, aber ich habe gehört, dass das total komische Übersetzungen von manchen Gegnernamen hatte. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, dafür bist du... Das ist mir jetzt nicht weniger aufgefallen. Also ich habe das halt nicht gespielt. Ich habe PC-Spiele noch nicht so früh gespielt, wie Diablo 2 rausgekommen ist. Sonst hätte ich mich wahrscheinlich auch da drin verlieren können. Aber früher habe ich eher an Konsolen gespielt als am PC. Jedenfalls gibt es auch in World of Warcraft manchmal so Gegner, aber denkt man sich, wie kommen die denn da drauf? Harris Pilton zum Beispiel? Ja, das ist ein NPC-Name und das ist auch eine Anspielung natürlich. Also zum Beispiel so richtig lange Namen. Zum Beispiel gibt es den Hochlandfleischpirscher. Mhm. Und dann gibt es irgendwas wie den Schläger des blutigen Auges oder des dunklen Schädels und alles gleichzeitig. Da sagt man sich, also zu welcher Fraktion gehört denn der Gegner jetzt? Der Kalaken-Mumidrohne eben fand ich ja auch gut. Mhm. Ah, da ist ein Riesen. Da ist wieder so ein riesiger Pilzding. Wo bist du eigentlich gerade? Ja, ich kämpfe hier so ein Stückchen weiter schon. Ich hatte noch ein paar Gegner bei mir. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, alles wäre tot gewesen. Also, bei mir hat sich dann oben noch ein riesengroßer Pilz bewegt. Der uns hier gerade bombardiert. Aber irgendwie muss man da ja hochkommen, oder nicht, wenn da so viele Gegner oben sind. Denke ich auch. Ah, hier ist noch eine Truhe. Kann ich mir auch mal oben vorstellen, aber bei so vielen Gegnern muss man irgendwie rankommen. Genau. Aha.
ist eine Dings. Die Treppe, ja. Tierschleim. Mykonscheusal, so heißen die also. Ja, das ist wirklich ein Mykonscheusal. Kann nicht unterbrochen werden. Ich weiß eh nicht, wie ich Leute unterbreche. Falsche Richtung. Ja, nicht ins Gift laufen. Da vorne lag übrigens noch eine Truhe herum. Die haben wir noch nicht geöffnet. Ih, die kommen einfach aus dem Boden. Ist das widerlich. So, der ist explodiert. So. Oh. Was ist? Bringst du Gegner mit? Hier sind so ein paar Gegnerchen. Erinnern wir nicht die. Vergessen wir nicht diese absolut epische Story, als ich versehentlich einen Boss mitgebracht habe. Mhm. Da haben wir uns ja um unser Leben gekämpft, im wahrsten Sinne des Wortes. So, es kann natürlich auch in Online-Rollenspielen passieren, wenn man ein paar viele Gegner pullt. Ja, und dann vor ihnen wegläuft, dann zieht man immer so einen schönen Zug an Gegnern mit sich mit. Wenn man dann einen anderen Spieler reinläuft, kann es passieren, dass die Gegner den anderen Spieler plötzlich interessant finden. Mhm. Und diese Aggro-Ketten sind in MMORPGs manchmal ziemlich extrem. Ja. Also für diejenigen, die damit jetzt nichts anfangen können, das heißt, man will eigentlich den einen Mob angreifen und zieht dann auf einmal... dadurch, dass die Mobs dazu auch programmiert sind, sich untereinander zu helfen, zieht man gleichzeitig mehrere andere Mobs mit, die dann ebenfalls wieder vielleicht weitere Mobs mit sich mitbringen, weil die halt helfen wollen. Typischer Fall von ich pull den da. Das ist vor allem in den Instanzen Dungeons besonders kritisch, weil da stehen ja auch immer ganze Gruppen von Mobs und wenn die Gruppen zu nah aneinander sind, ja, dann kann es passieren, dass man ein paar Gruppen zu viel pullt und dann kann es passieren, dass ein Spieler Panik bekommt und losläuft und dann zieht er die nächste Gruppe, die man nämlich wissentlich hat stehen lassen, weil sie einen keine Bedrohung macht und dann hat man einen schönen Vibe. So, Panik zu bekommen in anderen Rollenspielen ist nie eine gute Sache. Absolut überhaupt nicht. Vor allem, was ist daran so schlimm, einmal zu sterben? Ja toll, bist du mal tot gewesen, ja. Vor allem in World of Warcraft gibt es nichts anderes, außer dass man seine Gegenstände reparieren muss. Man kriegt also nur eine Goldbestrafung. In anderen Spielen gibt es eine Erfahrungsbestrafung. Mhm. Kenne ich mindestens zwei Spiele von. Welche? Moons of Magic und NeverQuest 2. Ach, da kriegt man Erfahrungsbestrafung? Yep. Ach stimmt, du musst bei uns weiter immer diese Schuldscheine benutzen, oder? Ja, bis Level 30 hat man die Schuldscheine zur Verfügung. Ansonsten wird das ein bisschen länger dauern mit dem ganzen Schuldenabbau. Über Level 31 kannst du die Schuldscheine nur gegen Itemshop, also gegen Diamanten besorgen. Okay, da hat Wounds of Magic doch noch seine Art, ein bisschen Geld aus den Spielern zu kitzeln. Ja klar, da kommen dann im High-Level sowieso noch massig andere hinzu. Wieder Heiltränke. Also, weil World of Warcraft ja ein Abo-Modell hat, ist der Item-Shop dort höchstens nur aus kosmetischen Sachen besteht, der also aus Mounts und Pets. Ich finde das schon ein bisschen aber dreist, trotzdem, dass überhaupt eingebaut ja, haben, trotzdem ist es irgendwie dreist, fragt man sich auch. Fragt man sich, warum sie das nicht auf irgendeine andere, wurde es getötet irgendwie. Also, warum will ja, ich nicht auf irgendeine andere Art diese Mounts und Pets verfügbar machen, aber was ich dann gut finde, manche Pets-Aktionen werden dann immer für wohltätige Zwecke gesammelt. Ja gut, aber das gibt's bei Rum und so auch. Ja, immerhin sagen wir aber trotzdem, Blizzard ist ein ziemlich geldgeiles Unternehmen, das fällt schon auf. Ja, so wie ich mitbekommen habe, soll auch das neue Kartenspiel von denen ziemlich Pay-to-Win sein. Das haben sie ja extra Free-to-Play gemacht, aber es ist ziemlich stark Pay-to-Win. Naja, man muss halt Karten kaufen. Ja. Übrigens, unser Part ist zwar fast zu Ende, aber wollen wir den Dungeon noch fertig machen? Ich glaube, der dauert... wir können diese Etage noch fertig machen. Ansonsten würde ich sagen, das dauert nämlich etwas länger noch. Okay, ich muss jetzt eh noch auf dich warten. Ja, Free-to-Play und Pay-to-Win, das ist eigentlich auch wieder so ein Thema, das man mal schön ansprechen könnte. Ja. Mir fällt mir gerade kein wirklich aktuelles Beispiel ein. Da ich jetzt sowieso gerade das Kartenspiel erwähnt habe, könnte man das zwar schon anbringen, also Kartenspiel von Blizzard. Hearthstone heißt es. Mhm. Denn das ist meiner Meinung nach schon recht pay to win.
Weil es wirklich keine... Ich bin schon wieder tot, meine Fresse. Ach du nein. Ich belebe mich jetzt hier so. Mehr Goldverlust, scheiß drauf. Also, ich glaube, du darfst nicht in der Nähe dieser Foren stehen, die explodieren. Also, ja. Es gibt ja wirklich keine Möglichkeit, irgendwie an Karten zu kommen, außer sie zu kaufen, oder? Nee, man kann die sich erspielen. Ja gut, ein paar Karten kannst du ja spielen und so weiter, aber ich meine, außerhalb vom Spiel oder so kommst du nicht irgendwie an Karten ran, oder? Nee, man muss sie sich erspielen. Außerhalb vom Spiel musst du sie halt wirklich mit Echtgeld kaufen. Ja gut, bei EverQuest 2 und EverQuest ist es tatsächlich so, dass da gibt es jetzt schon seit Jahren mittlerweile ein Kartenspiel. Das heißt Legends of Noard. Ich bin mir bekannt vor der Name, kann sein, dass ich den schon mal gehört habe. Ich habe es in meinem 200-Folgen-Special von EverQuest 2 mal gespielt, eine Runde. Vielleicht daher oder so. Moment, meine Tasche ist voll. Auf jeden Fall, ja, das Kartenspiel läuft halt so ab, du kannst dir für Echtgeld Karten kaufen, ist ja ein Free-to-Play-Spiel und so weiter. Aber wenn du halt EverQuest 2 und 1 spielst, dann kannst du dort auch in-game Booster-Packs finden für das Kartenspiel. Oh, cool. Und die werden dann vielleicht auch über die Auktionshäuser in beiden Spielen angeboten und kannst du dir dort besorgen und so. Nett. Oder wenn du halt Goldmitglied bist, also wenn du quasi ein Abo in EverQuest 2 hast, bekommst du Karten für das Spiel Legends of Noard regelmäßig. Das ist nett. Das ist jetzt etwas, was dann absolut fair wirkt auch. So, wir haben hier hinten noch einen Abschnitt, den wir noch nicht erkundet haben und danach sind wir auch mit der Etage hier fertig. Gut, dann können wir den Part dann auch beenden. Okay, hier war unglaublich viel. Gut, dann stellen wir uns doch vor die Boss-Tür. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist so mein Unterschied zwischen Pay-to-Win und Free-to-Play. Ein weiteres Beispiel sind halt diverse andere MMOs, vor allem Asian Grinder. Da merkt man ziemlich schnell, dass die extrem auf Pay-to-Win ausgelegt sind. Da sehe ich, glaube ich, in der nächsten Folge dann noch ein bisschen was zu. Und ich verabschiede mich jetzt mit einem Wort. Dungeon Keeper auf Smartphones. Oh ja, da werden wir noch ein paar Worte zu verlieren. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.